Tatsache. Hallo und herzlich willkommen zum neuen Video auf dem Ascari YouTube Channel. Ich bin Patrick und ich nehme euch heute wieder mit ans Gewässer. Wir sind heute aufgrund der unglaublichen Hitze an ein Freibad gefahren, aber leider nicht zum Baden, sondern zum Fischen. Es geht heute auf Karpfen und große Weißfische. Wir haben auch schon den einen oder anderen Fisch an der Oberfläche stehen sehen. Aktuell sieht es vielversprechend aus. Aber wir werden sehen, ob es tatsächlich so ist. Die Routen sind schon scharf, dazu gleich mehr. Das Gewässer zeigen wir euch auch noch mal im Detail. Und ihr solltet definitiv dranbleiben, denn es gibt auch noch was zu gewinnen. Aber ich wünsche euch jetzt erstmal viel Spaß. So, noch mal ein bisschen was zum Gewässer. Es ist ja ein altes Freibad. Dementsprechend ist die Struktur auch so, wie man sie sich vorstellt. Ne? Großes Schwimmerbecken, Nichtschwimmerbereich, eine ablaufende Kante bis zu dem richtig tiefen Bereich. Nicht viel Struktur drin in dem Gewässer, außer Seerosenfelder. Hier im Flachwasserbereich noch viel mehr Seerosen und ziemlich viel Aktivität im Wasser. Wir haben die Vermutung, dass die Karpfen mitten im Laich geschehen sind. Ja, also hier kocht das Wasser schon ordentlich. Trotzdem werden wir versuchen, hier vielleicht noch einen Fisch herauszukitzeln. Und ich denke, es könnte Sinn ergeben, wenn wir mal ein bisschen umziehen und hier noch eine Route mehr reinlegen. So, ganz kurz zum Köder. Hier habe ich mich jetzt für zwei Maiskörner entschieden, ganz klassisch. Dadurch, dass wir ja auch viel Beifang, die Brassen und Schleien aus sind, ist das ein Top-Köder. Wir haben aber auch andere Routen mit einem kleinen 15er Pop-Up oder auch sogar mit einem 10er Boilie draußen. Wir werden sehen, was die Fische wollen und dann können wir entsprechend umsteigen. Da ist nicht viel Kraft hinter, das wird ein Brassen sein. Jawohl. So. So, erster Fisch des Tages war im Netz und auch auf der Abhakmatte. Schöner Brassen. Ja, das geschieht auch, wenn man halt mit so kleinem Tackle fischt, ja, auf einem 10 mm Pineapple Boilie. Ja, gerade diese Beifänge sind das, was mir an dieser Angelei unglaublich viel Spaß macht, ja, dass man nicht tagelang oder stundenlang auf den großen Karpfen wartet, sondern einfach auch sich über die Beifänge freut. So, ihr habt ja gesehen, dass ich auch zwischendurch nachfütter. Dafür nutze ich hauptsächlich Hartmais, habe aber auch welche von unseren harten Ködern schon mit beigemischt, sprich die 10er Boilies in Pineapple und auch die 15er in Marine Halibut. So habe ich auch den harten Köder schon mal im Wasser präsentiert, dass der Fisch sich schon mal dran gewöhnen kann, aber hauptsächlich liegt halt der Futtermais vor Ort. So, kommen wir kurz zum Tackle.
Ich fische hier eine Koga Wild Specialist in 330 mit 1,75 Flips. Dadurch, dass wir auf etwas kleinere Karpfen, Brassen, Schleien, Beifänge gehen, ist das eigentlich optimal. In Verbindung mit einer Koga Kaldun 4000 Freilaufrolle und einem Koga NXG Geflecht. Geflecht deshalb, weil wir hier unglaublich viele Seerosen im Wasser haben und damit einfach besser durch die Pflanzen durchschneiden können. In der Verbindung mit der 1,75 Flips Route haben wir immer noch genügend Puffer drin und es sollte kein Fisch aussteigen. So, kurz noch zu den Bissanzeigern. Das sind die Ascon Turbo Bite. Die haben super viele Einstellmöglichkeiten, Ton, Lautstärke, Sensibilität. Das kennt man ja von den meisten Bissanzeigern. Die sind allerdings auch in dem Farbton noch einstellbar, jeder einzelne. Das ist auch in Verbindung mit der Funke einstellbar. Wir haben zum Abziehen des Fisches als auch der Fallbiss hat einen separaten Ton. Also sind schon ganz nette Teile. Ja. Der Fisch ist abgelaufen, hing einen Bruchteil von einer Sekunde und ist sofort wieder ausgestiegen. Also ich habe ihn in der Route gespürt, aber der hat wohl nur ganz vorne in einem Häutchen gesessen. Der Haken hat halt nicht gepackt. Warum auch immer. So, ein schöner Angeltag geht auch mal zu Ende, leider. Wir haben einen schönen Fisch gefangen, leider kein Karpfen, aber auch der hat Spaß gemacht. Ich freue mich ja immer über jeden Fisch, den ich fange. Und ich hoffe, ihr hattet auch so viel Spaß wie ich. Aber wie am Anfang schon besprochen, gibt es ja auch was zu gewinnen. Und zwar unser heute verwendetes Bissanzeiger-Set, das Turbo Bite. Um dies zu gewinnen, solltet ihr unseren Kanal abonnieren, das Video liken und in die Kommentare schreiben, welchen Fisch ich denn heute gefangen habe. Ich wünsche euch viel Erfolg und wir sehen uns beim nächsten Mal. Ciao. Tatsache. Ja. Doch noch gebimmelt. Und das fühlt sich tatsächlich auch gar nicht so verkehrt an. Schöner kleiner Spiegler. Schön gefärbt. Sehr schön gefärbt. Nee, macht das eine Laune mit der Route. Das ist super. Jawolle. Da haben wir ihn doch. Wie vorhin schon erwähnt, denkt an das Bissanzeiger-Set, was ihr gewinnen könnt. Liken, kommentieren, Abo dalassen. Ich wünsche euch viel Erfolg. Und dann fangt ihr vielleicht mit den Bissanzeigern auch bald solche schöne Karpfen. Bis zum nächsten Mal. Ciao.
So, jetzt haben sich eure Chancen kurz vor knapp doch noch verdoppelt zu gewinnen, weil inzwischen sind es zwei Fischarten, die ihr benennen könnt. Also egal, was ihr in die Kommentare schreibt für eine Fischart, die wir heute gefangen haben, ihr seid auf jeden Fall beim Gewinnspiel mit dabei. Also, haut rein!